Nachdem du über das Formular auf unserer Homepage deine Daten für dein ChurchTools-Konto an uns übermittelt hast, haben wir dein Konto bei den ChurchTools eingerichtet. Im Anschluss hast du eine E-Mail erhalten, über die du dein persönliches Kennwort für die ChurchTools festlegen konntest. Wenn beides geschehen ist, kannst du dich nun bei den ChurchTools einloggen. Wie das über unsere Homepage geht, siehst du in diesem Video. Gehe auf www.kirche-hasefeld.de. Im Menü findest du oben rechts den Punkt ChurchTools. Wähle diesen Punkt aus. Nun kannst du dich oben rechts bei den ChurchTools anmelden. Dafür gibst du deine E-Mail-Adresse und dein von dir festgelegtes Kennwort ein. Login. Herzlich willkommen bei deinem ChurchTools. Je nachdem, in welcher Funktion du hier angemeldet bist, hast du verschiedene Möglichkeiten, die ChurchTools zu nutzen. Welche Möglichkeiten du als Teilnehmer und Teilnehmerin oder als Mitarbeiter und Mitarbeiterin hast, erklären wir dir in anderen Videos. Nach deinem ersten Login kannst du dein Profil vervollständigen. Gehe dafür auf den runden Button rechts oben und wähle Mein Profil. Alle Daten, die du über das Formular an uns übertragen hast, haben wir in deinem Profil bereits eingepflegt. Du kannst sie hier ergänzen oder korrigieren. Außerdem hast du die Möglichkeit, ein Profilbild hochzuladen. Wir bitten dich, dass du dein Profil nach deinem ersten Login vervollständigst.